Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Nachhaltig durch den Augustmonat. Ich freue mich total, dass das so gut bei euch ankommt. Gebt mir auch wirklich jeden Monat sehr viel Mühe, da neue inspirierende Tipps zu sammeln. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Christine und hier auf YouTube nehme ich euch mit durch meinen nachhaltigen Alltag mit Hund, mit Kind und auch auf Reisen. Und mein Blog ist lilisdiary.com und da bekommt ihr alle Reisetipps. Und ich freue mich sehr, wenn ihr da mal vorbeischaut, mich hier auf YouTube abonniert. Und es gibt mich auch auf Instagram. Und seit ein paar Minuten gibt es mich auch im Nebenan-Netzwerk. Das ist ein Community-Netzwerk, ist total cool. Ich habe diesen Zettel hier in meinem Briefkasten gehabt und da wurde ich eingeladen, dass ich mich halt bei diesem Netzwerk anmelde und ist total cool. Ich lese mal kurz vor: Schenken, Leihen, Empfehlungen, Austausch und gemeinsame Aktivitäten planen, alles lokal und unter Nachbarn, mal mit etwas Mehl aushelfen oder vielleicht einen Laufpartner zum Joggen oder jemanden zum Kartenspielen finden. Für alle das und mehr haben wir einige Zeit unser Nachbarschafts-Samariter-Kiez auf nebenan.de gegründet. Nebenan.de, das ist eine Plattform und da kann man, glaube ich, seinen Kiez anmelden und Leute einladen, dass die dabei treten und es ist richtig cool. Es ist, einerseits kann man gucken, auf dem Marktplatz, ob jemand was anbietet. Da gibt es ganz viel zu verschenken. Es gibt aber auch Dinge, die man kaufen kann. Dann ist es aber auch so, dass man sich einfach mal was leihen kann. Es gibt verschiedene Gruppen. Ich bin jetzt zum Beispiel schon in der Gruppe Nachhaltigkeit. Und da gibt es auch ganz viele inspirierende Tipps und Infos. Und es ist richtig cool. Es macht richtig Spaß, da beizutreten. Vielleicht lernt man den einen oder anderen auch kennen. Ich nutze es erstmal vielleicht auch, um Dinge zu tauschen, um Dinge zu verschenken. Vielleicht besser als eBay Kleinanzeigen, wenn man weiß, hey, es ist in der Gegend und ja, kann euch empfehlen, da mal zu gucken, ob euer Gebiet, eure Region da vielleicht auch da drin ist und auf jeden Fall anmelden. Ich möchte gleich am Anfang einen kleinen Hinweis geben. Es gibt von mir gestaltet ein kostenloses E-Book zum Thema Nachhaltigkeit, wie ihr da Schritt für Schritt einsteigen könnt. Und es sind ganz viele Bereiche abgedeckt. Die Küche, das Essen, vegan, also auch sowas wie Nachhaltigkeit mit Familie, auf Reisen, was ist Mikroplastik, was ist mein CO2-Abdruck. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Werk. Und ihr könnt es euch einfach kostenlos runterladen. Ihr müsst euch nur kurz registrieren mit eurer E-Mail-Adresse, damit ich euch das zuschicken darf und kann. Und dann habt ihr dieses E-Book für euch. Und ich freue mich total, wenn ihr es runterladet und da mal reinschaut. Kostenlos und mit ganz vielen Infos. Wir machen heute einen Ausflug zum See und hier habe ich meine Tasche gepackt. Mit was zu essen und unsere eigene Glasflaschen, unser Besteck, ein Nudelsalat und ja, ich könnte euch mal ein bisschen mitnehmen und zeigen, wie so ein nachhaltiger Ausflug am See ausschauen könnte. Oh, es gibt nichts zu essen aus diesem leckeren Korb. Das ist für uns. Oh, es ist mega schön hier. Ich liebe diesen See. Der ist auch voll nah bei uns. Und das wäre auch so der erste Tipp zu gucken, hey, gibt es denn irgendein Ausflugsziel, das ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad erreichen kann? Ich gebe zu, wir sind mit dem Auto gefahren. Schande über mein Haupt, aber ich möchte trotzdem diesen Tipp geben. Dann, ja, wir haben hier eigentlich alles selber mitgebracht. Und ich habe versucht, dass ich auch ganz wenig Plastik überhaupt mitbringe, denn es ist natürlich total logo, wenn man an so einem See war, dass man den auf jeden Fall auch wieder so verlässt, wie man ihn vorgefunden hat. Am besten nimmt man noch mehr Müll mit. Ich habe hier sogar eine Plastiktüte dabei. Wenn ich Müll finde, nehme ich den sogar noch mit. Ansonsten nichts liegen lassen und den Ort wieder so verlassen, wie man ihn vorgefunden hat. Dann auch interessant, Sonnencreme, das ist ja auch ein Thema. Da machen sich, glaube ich, sehr wenig Gedanken darüber, dass sie ja total chemisch ist und dieses ganze chemische Zeug im See landet. Es ist also cool, wenn man mal darauf achtet, dass man eine mineralische Sonnencreme nimmt. Denn ja, die ist ohne Chemie und ja, keine Chemie im See. Ah ja, dann ich habe halt auch nichts Einwegmäßiges dabei, sondern ich habe so Besteck to go. Das ist super cool. Ich glaube, das habe ich schon mal gezeigt. Das nehme ich immer mit. Ansonsten habe ich hier alles in Tupperschüsseln. Das ist ein super leckerer veganer Maultaschensalat. Hammergeil. Kann ich euch eigentlich auch irgendwann mal das Rezept dazu geben. Geht auch sehr einfach. Und ja, hier sind die Snacks drin von der Alma.
Und hier sind die Äpfel drin von der Eimer. Und hier ist unser Wasser in einer Glasflasche. Und hier habe ich sogar so ein altes Hipgläschen. Da sind ja einmal ihre Nudeln für den Mittag drin. Also nichts Einwegmäßiges mitnehmen, sondern immer gucken, dass man was mitnimmt, was man halt dann spülen kann und wiederverwenden kann. Und noch eine Sache, das ist eigentlich mein Fahrradkorb von Ortlieb, aber den habe ich jetzt auch hier am See mit dabei. Das ist richtig cool, es gibt darauf 5 Jahre Garantie, er ist total aus einem robusten, haltbaren Material, ist wasserdicht und made in Germany und genau, da habe ich auch noch was Nachhaltiges am Start. Guten Morgen, wir waren mal wieder im Keller und haben diese riesen Box geholt. Das sind alles Klamotten, die ich eigentlich von irgendjemandem bekommen habe, der die gar nicht mehr wollte. Und die verteile ich jetzt gerade wieder an Freundinnen, die schwanger sind. Habe hier ein riesen Paket fertig gemacht, auch noch mit Büchern. Und es ist halt einfach super, wenn man sich da in so einem Kreisel immer austauscht. Also ich bekomme von Familien, die ältere Kinder was haben. Und ich bekomme von Familien, die älteren Kinder haben etwas. Und die Alma, die gibt jetzt ihre kleine Sachen ab, das was ihr zum Beispiel anhabt, das haben wir auch von einer Freundin bekommen, die hat ein Baby, aber das ist ja noch viel zu groß und deswegen ziehen wir das so lange an, bis es passt und das ist halt richtig mega, wenn man wirklich alles so immer durchtauschen kann, ne, Alma? Ja, findest du cool, ne, die Kamera? Bald kannst du die selber halten und Bilder machen. Hallo, herzlich willkommen in meiner Rumpelkammer mal wieder. Ich bin gerade wieder ein bisschen am Aufräumen. Ich war mal shoppen. Das passiert 1 bis 2 Mal im Jahr. Irgendwie hat es mich überkommen letzte Woche und ich bin in einen meiner Lieblings-Secondhand-Läden reingegangen, wo ich schon ewig nicht mehr war. Made in Berlin heißt er und er hat halt so richtig geile Blumenkleider. Also einen Blumenrock und 2 Blumenkleider. Ich zeige euch mal hier meine Ausbeute. Das ist mega geil und das ist mein absolutes Lieblingskleid. Das ist so cool. Und ja, also wenn ich halt mal wirklich Klamotten shoppen möchte, dann gehe ich halt entweder Secondhand shoppen oder ich mache mich mal so wieder ein bisschen schlau, was es für nachhaltige Labels gibt. Da gibt es auch wirklich tolle Sachen, die man unterstützen kann. Für Einsteiger, die sich irgendwie überhaupt nicht auskennen, empfehle ich immer Avocado Store. Online Shopping ist das zwar, aber da sind halt nur Labels drin, die richtig einen coolen, nachhaltigen Ansatz haben. Und meine Lieblingsmarke ist Armed Angels. Das ist halt... es ist cool, ich liebe es vom Design, von den Farben, es ist so basic und I love it. Da haue ich euch auch mal den Link unten in die Infobox rein. Und genau, ich räume jetzt hier ein bisschen auf noch, das ist auch so geil, ey. Da habe ich auch überlegt, ob ich das einfach so als Mantel trage oder als Kleid, ich weiß noch nicht genau. Und, da musste ich jetzt noch mal kurz an den Laptop gehen. Oh, da habe ich so eine schöne Nachricht bekommen von jemandem, der sich so bedankt hat, dass ich ihn immer inspiriere und mir auch Tipps weitergegeben hat, worüber ich echt immer total dankbar bin. Und ein Tipp von ihr zum Thema nachhaltige Kleider ist Stay a While. Das ist wohl eine Möglichkeit, Kleiderpakete sich monatlich zu mieten und dann wieder wegzugeben. Ich habe mir das auch ein bisschen angeguckt. Sieht richtig cool aus. Man kann da wirklich zwischen ganz vielen Sachen auswählen und es ist halt super, wenn man nichts besitzen möchte. Und es ist auch cool, wenn man irgendwie neue, nachhaltige Labels mal kennenlernen möchte. Also kann ich euch auch empfehlen, das mal auszuprobieren. Ah, und sie hatte noch einen richtig coolen Tipp für alle vielleicht, die in Berlin wohnen oder geht auch, wenn man nicht in Berlin wohnt. Es gibt auch so Pflanzenpatenschaften, die man verschenken kann, zum Beispiel beim Botanischen Garten. Das gibt es ja auch für Tiere auf dem Gnadenhof und sowas ist halt auch richtig, 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 richtig cool. Genau. Danke, liebe Leserin, für diese tolle E-Mail. Ich habe mich sehr gefreut. Hallihallo, es ist Sonntag. Ich trage mein Sonntagskleid und ich bereite mich schon wieder ein bisschen auf morgen vor, denn morgen fahre ich in die Stadt und muss ein paar Sachen erledigen und dazu gehört es auch Soul Fresh auszuprobieren. Das ist eine Firma, die Werbung habe ich an einer Plakatwand in Berlin entdeckt und da kann man seine Sneaker und Schuhe hinschicken, die säubern und reparieren die wieder und dann bekommt man die wieder zurück. Und ich habe hier 3 Paar, die ich unbedingt mal dahin schicken möchte und ich bin... Oh Gott, ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Weil meistens gibt es ja nur den Schuster, der repariert die, aber es gibt keinen Service, der die eigentlich auch säubert und repariert. Ich schicke da meine Winterschuhe mit, die habe ich seit ich 14 bin, also die sind 20 Jahre alt. Die möchte ich mal wieder ein bisschen auffreshen lassen. Und das sind hier meine super leichten Lieblingsschuhe. Die sind 4 Jahre alt und halt schon echt, wie ihr seht, ziemlich dreckig und fertig. Und die waren sogar schon mal so fertig, dass ich sie ersetzt habe gegen die, die 2 Jahre alt sind. Aber auch schon total dreckig und ich bin wirklich gespannt,
wie diese Schuhe zurückkommen. Was ich diese Woche noch erledigt habe, ich war bei Hello Simple, die sitzen in Friedrichshain noch, die ziehen jetzt leider um. Ist total cool, weil ich bin im Internet auf sie aufmerksam geworden und dann habe ich im Schaufenster die Produkte gesehen und dann kam raus, dass sie da sitzen und das habe ich schon ganz oft vorgestellt. Ich liebe es, das ist mein Lieblingsgeschenk an alle meine Freundinnen. Da gibt es Deo-Creme und Seabutter etc., alles Dinge, die man selber machen kann. Da bekommt man echt mal so ein Gefühl dafür, was in so einem Produkt drin sind und die unterstützen mich immer ganz nett für meine Retreats. In Norwegen durfte ich schon mit meinen Teilnehmern so eine Deo-Creme machen und jetzt da in Brandenburg werden wir auch ein bisschen Deo-Creme selber machen. Und für alle, die zu faul sind und nicht so die Do-it-yourself-Queens und Kings, es gibt auch eine fertige Deo-Creme, die kann man jetzt auch bestellen. Grüne Mandarine, es riecht so, so, so lecker. Und, ach, so geil. Ich darf zwei davon verlosen heute im Vlog, da freue ich mich sehr. Also schreibt mir einfach irgendwas Nettes unter meinen Vlog mit dem Codenamen Grüne Mandarine. Und dann habt ihr Zeit, ich sag mal nach Veröffentlichung 2 Wochen und dann küre ich 2 Gewinner, die dieses schöne kleine Döschen nach Hause bekommen. Hallihallo, ich habe gestern meine Schuhe also abgegeben. Das ist so ein richtiger Laden in Berlin, da kann man auch hinfahren mit dem Fahrrad. Man kann die Schuhe auch hinschicken, ich bin natürlich hingefahren. Und die waren super nett, haben wir alles erklärt, was da jetzt passiert. Die reinigen jetzt alles, desinfizieren alles. Leider ist der Mann, der die Lederreparaturen macht, gerade irgendwie nicht da. Aber sie reinigen auf jeden Fall alles, auch meine Wanderschuhe. Da bin ich echt mal gespannt. Jetzt möchte ich euch ein super schönes Kinderbuch zeigen. Das Eichhörnchen aus 100% Natur. Es ist ein Naturbuch und so eine richtig süße Geschichte. Und das kam auch mit so Eichhörnchenfutter für die Kinder und mit so einer ganzen Dekoschale. Da hat die Alma auch schon alles angeguckt und angelangt. Und auch das war, ich habe mich richtig, richtig gefreut. Das war so ein Belegexemplar. Hier gab es auch noch ein Eichhörnchen-Bingo. Und ja, die Autorin hat noch ganz viele weitere Bücher. Der Dschungel, das Meer, die Berge und alles sind Naturbücher. Das ist echt geil. Auf der Seite könnt ihr Geschenkkarten oder Einladungskarten oder sonstiges bestellen. Die werden auch schön illustriert. Und die werden dann auf einen ganz, 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 ganz speziellen Papier nämlich gemalt oder gedruckt. Und das ist nämlich dieses Papier, das ist Saatpapier. Dafür wird kein Baum gefällt. Und das Geile ist, wenn man das einpflanzt, dann wächst was. Das probiere ich jetzt natürlich aus. Das ist so cool. Es hat mich richtig gefreut. Mega. Also ich habe das Papier jetzt erstmal ein bisschen zerkleinert und in eine Schüssel mit Wasser. Und steht jetzt auf dem Balkon. Und jetzt bin ich mal gespannt, wann da was rauskommt. Ja, meine Lieben, ich dachte, ich mache mal so einen kleinen Cliffhanger und zeige euch meine gesäuberten Schuhe erst das nächste Mal. Es gab nämlich schon wieder ganz viele Tipps hier und ich denke, das reicht erstmal, um euch ein bisschen inspiriert in den Monat zu schicken. Bitte abonniert mich, damit ihr das Ergebnis der Schuhe nicht zeigt und auch, um mich zu unterstützen. Jeder Subscriber, jeder Abonnent zählt und ich freue mich. Und auch, wenn ihr einen Kommentar da lasst und ein Herzchen verteilt oder einen Daumen hoch, dann sage ich viel Glück beim Gewinnspiel und bis nächstes Mal.